Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich bin Larissa. Ich bin promoviert in Data Quality Management und seit über 2 Jahren bin ich bei InnoQ als Consultant tätig. Was steht auf deiner Visitenkarte? Eigentlich habe ich keine Visitenkarte und eigentlich schon lange nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel LinkedIn, Twitter oder GitHub-Profile und jeder, der mich googelt, wird sie auch finden und lesen. Und da steht auch, dass ich etwas mit Daten, mit Machine Learning, mit Software Engineering zu tun habe. Und grundsätzlich berate ich zu diesen Themen und ich spreche viel auf Konferenzen und schreibe gerne Artikel. Wie bist du da hingekommen? Ich habe am Ende meines Studiums eine Abschlussarbeit über Persistenztechnologien geschrieben, zum Beispiel über Hibernate. Ja. Und das hat mir die Tür in die Welt der Datenbanken und Backend-Entwicklung aufgemacht. Irgendwann habe ich mich für eine Promotion entschieden und dann die Promotion war in einer Datenbank- und Data-Management-Lehrstuhl. Und während der Promotion habe ich Methoden für Data Cleaning mit Machine Learning entwickelt. Und da habe ich festgestellt, dass wir viel, viel zu wenig darüber wissen, was bedeutet eigentlich, wenn ein Software-System eine Machine Learning-Komponente drin hat. Ja. Und da habe ich mir einfach die Fragen gestellt, wie sieht eine Architektur aus, wenn wir dort eine Machine Learning-Komponente haben? Oder wie sehen Continuous Integration, Continuous Delivery-Prozesse, wenn wir ein Machine Learning-Modell haben? Und da habe ich zu dem Zeitpunkt, das war 17, 2018, viel, viel zu wenig lesen können. Daher wusste ich ziemlich schnell, dass ich mich mit dem Thema Enterprise Machine Learning beschäftigen möchte, und wenn ich zum Beispiel mit der Promotion fertig bin. Und so ist das auch gekommen. Ja, weil wir wissen, dass die Daten ein fundamentaler Aspekt jeder Machine Learning-Applikation sind und die Daten werden immer mehr eine Rolle spielen in der Softwarearchitekturen, bin ich gerade zum Thema Data Mesh gekommen. Bei Data Mesh geht es um dezentralisierten Datenarchitekturen und hier wichtige Rolle spielen zum Beispiel Domain-Driven Design, soziotechnische Architekturen, Data Platforms und Data Governance. Es ist ein richtig spannendes Thema. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Wahrscheinlich die Faulheit. Ich wollte, dass mein programmierbarer Taschenrechner für mich die linearen Gleichungen schon mal für mich löst und das war ein Erfolg, ja, und das hat mich fasziniert und das war der Anfang. Danach habe ich festgestellt, dass es mir sehr viel Spaß macht und Programmieren ziemlich kreativ sein kann. So wurde ich zur IT hingezwungen. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Ziemlich große Rolle, würde ich sagen. Ja, alle Systeme, die ich entwickelt habe, musste ich von Anfang an durchdenken und selber entwickeln. Ja, und momentan habe ich auch sehr viele Gedanken gemacht, wie bei der Architektur für Machine Learning Software vorgeht. Ja, ich arbeite gerade an einer Machine Learning MLOps Stack Canvas, um eine strukturierte Methode zu haben, eine Architektur für Machine Learning Applikationen zu entwerfen. Auf der anderen Seite, zum Beispiel bei Data Mesh, ist die Architektur für Datenplattformen sehr wichtig. Und in meinem Berufsleben also gibt es auch regelmäßig darum, dass wir eine bestehende Architektur modernisieren. Ja? Und das ist auch keine triviale Aufgabe. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Wahrscheinlich, es gibt zwei schlimmste berufliche Momente in meinem Leben und die beiden haben damit zu tun, dass ich in meinem Leben gewissermaßen ausgebremst wurde. Ja. Zum Beispiel im ersten Moment, wo ich als Junior ganz früh für Softwarearchitekturen interessiert und ich wollte schon damals dieses Big Picture sehen von der Systemlandschaft, ja, alles zusammenhängt. Aber mein damaliger Projektleiter hat mir gesagt,
dass ich mich gefälligst für die Backend-Themen interessieren sollte, wofür ich ja eigentlich angestellt bin und nicht für die Architektur. Architektur ist etwas für die Senior-Leute. Das war der erste Moment. Und der zweite Moment war während meiner Promotion, nachdem ein paar Paper-Rejects kamen, mein damaliger Betreuer hat gesagt, deine Promotion ist in Gefahr. Ja? Und das war ein sehr demotivierender Moment. Und was soll ich sagen? Also runtergezogen, demotiviert von eigenen Mentoren zu sein, war sehr schlimm. Aber zum Glück habe ich nicht auf sie gehört. Und jetzt habe ich meinen Doktortitel und bin eine Architektin. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? So, ich vermute, dass das ist ein Durchsetzungsvermögen, ja. Aber auch dieses Lifelong Learning quasi, dass man, also dass ich diese Liebe habe, etwas Neues zu lernen, und zwar immer, ja. Und ich liebe zum Beispiel an der Sache richtig an den Grund zu gehen, so dieses First Principle Prinzip. Also ich mag sehr Sachen richtig gut verstanden zu haben. Das, glaube ich, hilft mir in meinem Beruf enorm. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ich habe bereits Data Mesh erwähnt. Das ist ein Thema, was mich momentan sehr stark interessiert. Zusätzlich interessiere ich mich sehr für das Thema Strategic Data Science. Zum Beispiel, welche Use Cases sind für Machine Learning optimal? Wie sehen die Prozesse aus? Wie definieren wir KPIs für Data Scientists und Data Science Projekte? Welche absolut neue Machine Learning Produkte sollten wir entwickeln, damit wir Machine Learning optimal nutzen? All das finde ich sehr spannend und investiere sehr viel Zeit in diese Themen. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Habe ich keine. Nein, gibt es keine. Finde keine. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Okay, um diese Frage zu beantworten, möchte ich gerne ein Zitat einblenden, deswegen share ich jetzt meinen Screen. Das ist das, was ich mir sozusagen als 18-Jährige mitgeben würde. Ja. Und, das ist ein Zitat aus Queen's Gambit. Ja, men are gonna come along and wanna teach you things. Just let them blow by and you go on ahead and do just what the hell you feel like. Das ist das, was eigentlich ich mir mitgeben würde, und grundsätzlich jede Frau in dem IT-Bereich mitgeben würde. Ja, einfach das machen, was man machen möchte, ohne das auf jemanden zu hören. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Vielleicht lesen, viel lesen, Bücher lesen, echte Bücher lesen, auch technische Bücher lesen. Und falls, weil wir hier in so einem Softwarearchitektur-Interview sind, also habe ich auch meine 3 Lieblingsbücher zur Softwarearchitektur dabei, zum Beispiel also die Softwarearchitektur, die Fundamentals of Software Architecture and Engineering Approach. Finde ich absolut gelungenes Buch. Der Follow-up von diesem Buch ist die Software Architecture, the Hard Parts. Das Buch finde ich ganz gut für Softwarearchitektur, wenn man zum Beispiel mit Daten zu tun hat. Ja, also es ist sehr gut geschrieben. Natürlich es darf effektive Softwarearchitektur, ein Buch von Gernot Starke, nicht fehlen. Ist es mittlerweile meine Bibel für Softwarearchitekturen geworden. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? In meiner Freizeit. Ich verbringe meine Zeit mit meiner Familie. Und ich muss sagen, das ist das Wertvollste, was man in diesem Leben machen kann. Vielen Dank.